Auf welche Allergien fallen sollte man achten? Also natürlich gibt es auch im Urlaubsort oder im Hotel ganz viele Allergienfallen. Und die sollte man natürlich auch so gut wie möglich abklären. Also es beginnt jetzt zum Beispiel beim Frühstück. Wenn ich mir das Frühstück anschaue und wenn ich dann auch mit der zuständigen Person, die für das Allergenmanagement verantwortlich ist, gesprochen habe, schaue ich mir trotzdem nochmal das Buffet an. Denn es nutzt mir nichts, wenn das Brot, wo mir versichert wird, dass das frei von dem Anaphylaxie-Auslöser ist, neben Semmeln oder Müsli oder irgendwas steht, wo der Anaphylaxie-Auslöser vorhanden ist. Also in dem Fall von den Nüssen, wenn das nussfreie Brot, was wirklich sicher ist, neben Walnusssemmeln steht oder neben dem Nussmüsli. Das ist immer das Problem, dass es dann zwar in der Küche nicht zu Kontaminationen gekommen ist, aber dass sie das Problem haben, dass sie nicht wissen, was die anderen Gäste machen. Genauso gilt es natürlich dann auch, sich die anderen Buffets anzuschauen, vom Mittagessen und vom Abendessen. Also diese Problematik der Kontamination durch andere Urlaubsgäste in dem Hotel, die besteht natürlich hauptsächlich beim Buffet. Und da muss man wirklich schauen, einfach, dass das Kind eben ja, Lebensmittel auswählt, Lebensmittel bekommt, die nicht gerade direkt wirklich kontaminiert werden können. Wir machen das so, das ist zwar nicht so ganz urlaubsgefühlsmäßig, aber wir gehen immer dann zum Essen, wenn es Buffetessen gibt, wenn das Buffet gerade eröffnet, weil dann ist das Buffet am saubersten. Und dann kann ich wirklich schauen, welche Gerichte wurden noch so wenig wie möglich einfach gegessen, so wenig wie möglich genommen. Und da bekommt unsere Tochter dann was von, denn da habe ich auch noch die Gefahr der Kontamination durch andere Urlaubsgäste einfach deutlich geringer gehalten, wenn noch nicht so viele Urlaubsgäste einfach da waren.